Hi, ich bin die Nadine, 24, aus Tirol, derzeit Chefpartisier und ich werde auf AIDA als Chef de Partie arbeiten. Und jetzt zeige ich euch, wie ich wohne. Kommt mit! Das ist meine Familie, meine Mama, mein Papa, mein Cousin, mein Onkel, meine Oma und nochmal der Onkel. Sie ist immer gut drauf, sie ist sehr fleißig, pünktlich, verlässlich. Sie gehört hierher. Die Berge werden mir fehlen. Das Strahlen im Gesicht, das Lachen, das Gläschen Wein am Abend. Das wird mir fehlen. Auch das Gläschen Wein am Abend. Die Nadine kann unsagbar gewaltig singen. If you're your husband, here's a few things you need to know if you wanna be my. Singe auf Hochzeiten. Auch privat zu feiern, Geburtstagsfeier oder sowas. Mach ich auch, ja. Und unter der Dusche. Und was man nur wissen sollte über mich, kann schießen. Und das sind die Pokale aus dem Schützenverein. Piu, piu. Ich wollte niemals Patissier werden. Patissier sind falsche Küche. Hab ich selber immer so gesagt. Und dann natürlich, wer schimpft, der kauft. Die Feinarbeit hat mich gereizt. Schokodekore und Petit Four. Man arbeitet als Patissier wirklich mit Chirurgen, Besteck, klitzekleinste Minzblätter irgendwie sitzen. Also das sind schon, also Petit Four, das sind sehr viele vegane Sachen. Ja. Jetzt fahren wir ins Aufeld. Spazieren, die Berge anschauen, rundum Berge, Feld, Wald. Was man halt so macht in Tirol, das ist halt Tirol, das macht man halt so. Wer viel vermissen, den Aufstieg auf den Berg, das Gipfelkreuz. Mein Opa hat da das mit errichtet. Verbindet man einiges damit und ich habe mir das schon für AIDA gesichert. Man muss solche Sachen machen, wenn man jung ist. Da kann man dann die Welt anschauen und eben sehr viel lernen. Jetzt geht es nochmal richtig los. Konsequent, verrückt und freundlich. Ich glaube, das brauche ich in meinem Beruf. Konsequenz. Dass man am Ball bleibt, immer ein Auge drauf hat, wie man macht, was man macht. Ganz klar Männerdomäne. Junge Frau, mal in die Männer zeigen, wie es funktioniert. Ganz klar die Brücke mit dem Kapitän, als zweite der Maschinenraum und das dritte wirklich alle Küchen kennenzulernen. Mein Freund arbeitet auch im Ausland. Es ist komisch, weil er ist weg und ich bin weg und trotzdem ist man zusammen. Aber das funktioniert. Macht mich fertig, echt. An so einem Brand. Die Freundinnen da, Freunde, Kollegen, Familie. Machen wir noch die Schneewittchentorte fertig und dann machen wir einen coolen Klatsch. Dann auf jeden Fall die gute Laune, den super Humor, den werden wir auf jeden Fall vermissen. Die wird schon ein bisschen frischen Wind auch reinbringen, denke ich. So, jetzt habt ihr einen Einblick bekommen, wie das hier in Tirol läuft. Wenn ihr nur die anderen beiden kennenlernen wollt, das sind die verlinkten Videos. Jetzt geht's los in die Karibik und ich muss jetzt backen. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen.